Dass Amazon heutzutage schon jeden Scheiß macht, wissen wir schon lange. Von Lieferungen an das eigene Auto, Lieferungen mit eigenen Transportern, Lieferungen mit Drohnen, bis zu Tablets, Smartphones, die höchstens als Unterlage für wackelige Tische dienen, eine Streaming-Plattform mit eigenen Filmen und Serien und dazu passend haben sie Streaming-Boxen, die aus dem Erfolg des Apple TVs und des Google Chromecast abgekupfert worden sind. Diese wären der Fire TV und der Fire TV Stick. Und zum Fire TV Stick schauen wir uns jetzt einen ausführlichen Test an. Und fast vergessen, Amazon verkauft ja zusätzlich noch jeden erdenklichen Scheiß in seinen Onlineshop. Wenn man es dann nach ewig langer Zeit irgendwann mal geschafft hat, das Paket zu öffnen, sehen wir schon diese wunderschöne Schachtel von Fire TV Stick. Wenn wir die Schachtel öffnen, sehen wir schon den Stick und die Fernbedienung. Aber schauen wir mal weiter, was noch alles drin ist. Also, wie gesagt, drin ist der Stick und die Fernbedienung. Dazu gibt es noch ein USB-Kabel, das zur Stromversorgung des Fire TV Sticks dient. Und passend dazu auch noch eine Trafo-Box. Dazu noch ein HDMI-Verlängerungskabel, das auch als WLAN-Signal-Verstärkungsantenne-Dingenskirchen-Fahrrad dient. Und ja, Batterien gibt es dann auch noch oben drauf. An sich kann man zu diesem Stick nicht viel zeigen. Er hat halt diesen HDMI-Port und diesen USB-Stecker. Aber was alles drinne steckt, zeige ich euch gleich. Dabei ist eine ganz normale Fernbedienung, mit der man durchs Menü switchen kann. Das einzige, was sie nicht hat, ist diese Sprachfunktion wie bei Fire TV. Breaking Bad. Aber das kann man mit einer App lösen, dieses Problem. Breaking Bad. Der Stick ist so mega leicht anzuschließen, dass das selbst eure Oma schaffen würde. Ganz einfach den USB in den Stecker stecken, das andere Ende in den Stick, die HDMI-Verlängerung dran stecken und zu guter Letzt das Ganze noch in den Fernseher hineinstecken. Mein Tipp ist es, die HDMI-Verlängerung zu benutzen. Und jetzt schauen wir uns den Fire TV Stick im Vergleich an. Man sieht gleich, dass der Fire TV Stick richtig klein ist, selbst kleiner als ein neuer 5-Euro-Schein. Das gibt schon mal für die Handlichkeit 5 bedaumt. Vergleichen wir mal den Fire TV Stick mit anderen Geräten. Und zwar mit dem Chromecast und dem Fire TV. Wir sehen gleich, die Sticks liegen in einer Preisklasse von 40 Euro und die Box in einer Preisklasse von 100 Euro. Beim Fire TV Stick und Fire TV ist eine Fernbedienung dabei. Beim Google Chromecast leider nicht, dafür wird es mit dem Smartphone gesteuert. Der Fire TV Stick hat einen Dual-Core-Prozessor, 1 GB RAM, 8 GB Flash-Speicher, Dolby-Digital-Unterstützung und eine Dual-Band-WLAN-Antenne. Der Google Chromecast hat einen Single-Core-Prozessor, 500 MB RAM, 2 GB Flash-Speicher, keine Dolby-Digital-Unterstützung und nur eine Single-Band-WLAN-Antenne. Der Fire TV hat einen Quad-Core-Prozessor, 2 GB RAM, auch 8 GB Flash-Speicher, der sich erweitern lässt, eine bis zu 7.1 Surround-Sound-Unterstützung und zuletzt eine Dual-Band-WLAN-Antenne und Ethernet. Auf den Fire TV kann man ganz viele Android-Spiele spielen, das liegt daran, da ihr Betriebssystem auf Android basiert. Mit dem Spiele-Controller von Amazon für den Fire TV kann man dann noch mehr Spaß beim Spielen haben. Leider gibt es für den Amazon Fire TV Stick auch kleinere Einschränkungen. Da ein Fire TV ein recht starker Grafikprozessor steckt, kann man in ihn selbst High-Performance-Spiele spielen. Mit dem Fire TV Stick kann man trotzdem viele Casual-Games und Games mit guter Grafik spielen. Für die Technik gebe ich 4 Bedaumts, da es auch Besseres gibt. Schauen wir uns jetzt mal die Software des Fire TV Sticks an. Wie schon gesagt, basiert sie auf einem Android-Kernel. Die erste Rubrik ist Prime Videos, wo alle Filme und Serien aus dem Amazon Prime Instant Video Angebot angezeigt werden. Dann gibt es in den nächsten zwei Reitern noch das komplette Angebot von Filmen und Serien, die man sich bei Amazon Instant Video als Digitalversion ausleihen oder kaufen kann. Und wie gesagt, kann man sich auch optimierte Android-Spiele und Apps kaufen. Ein App-Angebot gibt es ein riesengroßes. Des Weiteren kann man auch Musik, Bilder und Videos von seiner Amazon Cloud auf den Fire TV Stick anschauen und ja, hören natürlich auch.
Musik und Videos auf den TV zu flippen wie beim Google Chromecast funktioniert zurzeit leider nur mit Amazon-Produkten. Das Flippen von Apps von Handy auf den TV wie beim Google Chromecast funktioniert mit dem Fire TV Stick noch gar nicht. Bei Apps wie YouTube und Spotify funktioniert das aber schon von Haus aus, weil man bei ihnen jetzt schon Musik auf dem PC flippen kann oder Videos auf die Xbox. Für die Software vergebe ich deshalb 4 bedauert. Und für das Aussehen 4,5 bedauert, da mich der USB-Port an der Seite stört. Er sollte eher hinten sein. Meiner Meinung nach ist der Fire TV Stick perfekt für Menschen, die kein Smart TV besitzen und einfach Serien streamen wollen auf Maxdown, Instant Video oder Netflix. Für Leute, die einen Haufen Spiele auf den TV spielen wollen und kein Geld für eine Xbox oder PS4 ausgeben wollen, empfehle ich eher den Fire TV. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen und ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Mal. Breaking Bad.